Hi, was ist der Grund, dass du Maschinenbau, Mechatronik, Elektrotechnik oder irgendwelche andere Art Ingenieurswissenschaften studierst oder Techniker machst? Ich habe noch niemanden getroffen, der sagt, Maschinenbau finde ich zwar schlecht, aber ich mache das, weil ich da gut verdienen kann. Habe ich niemanden getroffen. In der Regel hast du Interesse an der Sache. Also die Sache interessiert dich als solche. Es muss zwar nicht sein, dass du schon ein Leben lang wusstest, du willst ein Ingenieur werden. Bei mir war es auch nicht so. Aber trotzdem hast du Interesse an der Sache. Und deswegen studierst du es. Jetzt stell dir vor, du hast es studiert und jetzt steht vor dir die Wahl, falls eine solche steht. Manchmal ist man zufrieden, wenn man irgendeinen Job kriegt. Aber falls eine Wahl ansteht, könntest du aussuchen, ob du jetzt in einen Mittelstand gehst, kleines Unternehmen, Mittelstand, oder Mittelstand ist auch schon, kann auch schon größer werden, oder in einen Riesenkonzern. Aus meiner Sicht gibt es da riesige Unterschiede. In einem Riesenkonzern bist du ein kleines Zahnrad in einem Riesengetriebe. Das ist das, was man so hört, was ich auch ein bisschen indirekt mitbekommen habe, obwohl das auch kein Riesenkonzern war, wo ich Abschlussarbeit gemacht habe, aber es war schon was Größeres. Und es gibt die Möglichkeit für dich als Fachexperte, wenn du denn solcher irgendwann mal wirst. Übrigens, wenn du mal fertig studiert hast, bist du noch kein Experte. Wenn du mal fertig studiert hast, hast du Grundverständnis, was Maschinenbau ist, falls es Maschinenbau ist oder Elektrotechnik, Mechatronik, Informatik oder sonstige Sachen. Du hast Grundverständnis. Du kannst noch nicht wie ein Experte auch Geld verlangen. Irgendwann mal später aber schon. Du kannst dich ja hineinarbeiten, weil Spezifik deines Unternehmens muss immer auch eine Rolle spielen in deiner Expertentätigkeit. Das heißt, du kannst nicht von vornherein Experte, außer du warst in einem anderen Unternehmen für diese spezifische Tätigkeit auch Experte und du wechselst das Unternehmen, behältst aber quasi deine Tätigkeit, dann kannst du als Experte reinsteigen. Angenommen, du wirst angestellt in ein mittelständisches Unternehmen. Und dann wirst du immer besser. Du machst deine Sache immer besser, du wirst immer besser, du hast ein bisschen Weitblick und dann merkst du, du bist quasi schon so gut, dass du weiter könntest. Also es ist nicht mehr so, dass deine Aufgabe, die du jetzt ausführst, dich komplett ausfüllt. Du denkst, ja, es wäre jetzt an der Zeit, weiterzugehen, wachsen, vorankommen. Jetzt gibt es, klar, ein bisschen gehaltlich kann man was machen, aber das ist ja nicht das, was ich meine. Ich meine jetzt tatsächlich höhere Aufgabenstellungen bekommen, mehr Verantwortung tragen, mehr bewegen zu können. Und wenn man ein guter Mensch, guter Mann ist, dann erkennt das in der Regel auch der Chef. Also der Chef wird schon erkennen und sagen, okay, das ist ein guter, der ist halt normal und dann muss man die Guten irgendwie fördern. Und da gibt es beim Mittelstand aus meiner Sicht eine Schwäche. Diese Schwäche ist folgende: Wenn die dich fördern, dann in der Regel, da gibt es immer Ausnahmen, aber die bestätigen die Regel, in der Regel fördern sie dich auf der Hierarchie. Also die machen zum Beispiel aus einem guten, sehr, sehr guten Sachbearbeiter, dem sie mal mehr geben wollen und mehr Verantwortung geben wollen und höhere Aufgaben geben wollen und wie auch immer, setzen ihn auf einmal in die Verantwortungsposition, wo er Personalverantwortung hat oder Managementverantwortung hat. Also auf einmal wechselt er aus seiner fachlichen Ebene, wo er vorher gut war, wo er sich konzentriert hat und wo er Spaß an der Sache hat, deswegen hat er es ja auch mal irgendwann mal studiert und sich dafür entschieden, wechseln sie ihm in die nächsthöhere Ebene und sagen, jetzt wirst du mal ein Chef. Gut, wenn er es kann und auch gerne macht. Aber was ist, wenn er einfach nur sein Ding machen will? Nur besser, noch mehr in die Tiefe. Wenn er einfach ein sehr guter Experte ist, aber nicht unbedingt eine Führungs ist, weil Führungsmanagement,
Menschen anzuleiten, ist auch eine Art Tätigkeit, wo man Experte sein kann. Ein guter Fachmann in der Konstruktion muss noch lange nicht ein guter Chef sein. Ein guter Mensch, der gute Ideen hat, diese auch umsetzen kann, muss noch lange nicht in der Lage sein, diese Ideen verständlich und klar ausdrücken zu können, sodass ihm alle folgen können. Das ist immer noch fast noch anders. Und wie besser jemand ist, umso dümmer kommen ihm alle anderen vor. Er erklärt das einmal, beim zweiten Mal könnte er sogar ausrasten und wie auch immer. Ne? Ich kenne solche Chefs nicht, rein hypothetisch. So, die Sache ist die, in einem Mittelstandunternehmen wirst du in der Regel, wenn du eine Beförderung erreichst, diese erreichen durch Personalverantwortung. Und das ist nicht immer das, was die Ingenieure wollen. Weil die haben sich für Ingenieurwissenschaften nicht entschieden, weil sie Manager werden wollten. Es kann sein, dass mancher das will. Und das ist okay. Das ist dann für ihn wie geschaffen. Es gibt auch Positionen, da bin ich zutiefst überzeugt, da brauchst du beides. Du brauchst sowohl tiefe fachliche Expertise oder Kenntnis, als auch Führungskenntnis. Führungskenntnis brauchst du eh, aber es gibt manche Führungspositionen, wo du ohne Fachkenntnis gar nicht zurechtkommst. Ich schätze mal, so mein Beruf ist so einer. Wenn mein Chef nicht wissen würde, was ich treibe und was seine 3, 4, 5 Leute noch treiben, dann würde er da falsch an der Stelle sein. Ne? Aber es gibt Positionen, wo du quasi nur mit Managementkenntnissen zurechtkommst. Und was willst du in so einer Position machen, wenn du eigentlich Ingenieurstätigkeiten haben wolltest? Bist du in einem Großkonzern, dann gibt es immer noch die Möglichkeit in der Regel, dass du auf der Expertenseite hochsteigst. Du musst nicht unbedingt befördert werden zum Status Gruppenleiter und Teamleiter und Management-Ebene, sondern du kannst auch auf der Expertenebene befördert werden. Wenn du sehr, sehr gut bist im Bereich Dynamik, dann kann ein Konzern dich zum Dynamikexperten machen und dann bist du Ansprechpartner weltweit für diesen Konzern, für diese Thematik. Du bist beratend tätig, direkt für alle, die da Problematiken haben. Das ist super Verantwortung ohne Führungsqualifikation aufweisen zu müssen, kann man da wachsen. Und das wäre natürlich etwas Tolles für Ingenieure, die eigentlich nur sich um ihr Ding kümmern wollen und immer besser da werden wollen. Wenn du die Möglichkeit hast, auszusuchen zwischen Großkonzern oder Mittelstand, großer Mittelstand, die Bezahlungen sind manchmal dieselben, kannst du das einfach nur bedenken. Ne? Auf anderer Seite, in mittelständischen Unternehmen und in kleinen Unternehmen ist prinzipiell viel möglich, ohne dass da Vorschriftswege vorhanden sind. Das heißt, du könntest theoretisch hingehen und sagen, Chef oder Chefchef, ich habe eine Idee, das würde ich gerne machen. Und wenn es in die Situation passt und wenn die Firma das für gut sieht, dann können sie diese Wege auch gehen, ohne dass das vorher jemand gemacht hat. Und vorausgesetzt, das bringt der Firma was. Und natürlich, du schlägst es nur dann vor, wenn es auch dir was bringt. Ich bin gespannt auf deine Kommentare, weil es wäre mal interessant zu wissen, was du davon hältst. Was denkst du darüber? Besser Mittelstand, kleines Unternehmen oder besser Konzern? Schreib Kommentare, abonniere den Kanal und bis dann.